Hallo alle auf dem Fahrradkanal. Ich bin heute am Sonntag, dem 30.07. hier am Bahnhof in Remscheid-Lüttringhausen und möchte heute meine Radtour von hier aus starten. Es wird ein Rundkurs über, ich nenne sie mal, 4 Talsperrenrunde, wobei ich eigentlich noch am Überlegen war, ob ich die große Bergische Runde mache oder eben diese 4 Talsperrenrunde. Die 4 Talsperrenrunde habe ich vor, die geht über die Wuppertalsperre. Da werde ich zuerst hinfahren, dann weiter zur Bevertalsperre. Von da aus dann an die Neietalsperre und dann noch eine 4. Talsperre. Komme jetzt gerade nicht drauf, wie sie heißt, muss ich gleich nochmal nachgucken. Oder ich werde es dann einblenden, beziehungsweise ihr seht es ja dann auf der Karte. Ist allerdings eine kleinere Talsperre und ja, da werde ich allerdings dann auch ein gewisses Stück dran entlang fahren. Und von da aus geht es dann runter Richtung Wipperfürth. Da werde ich vielleicht dann einen Kaffee trinken, ein kleines Päuschen machen. Vielleicht auch vorher, muss ich mal schauen, was sich da so ergibt. Ja, was ich noch heute mit habe, ich habe das nur ganz kurz mir mal doch eine GoPro 10 zugelegt, GoPro 10 Black. Eigentlich wollte ich mir nie eine GoPro zulegen, weil ich finde immer, das ist wie bei Mercedes oder BMW oder Audi. Man bezahlt immer irgendwo den Namen mit. So schaut sie aus. Ich habe ihr nämlich noch den Mini-Kasten zugekauft, damit man hier das Mikrofon ein besseres hat. Sonst hat man ja nur die eingebauten. Das ist wie gesagt so ein Kästchen. Da kann man dann auch hier oben einen Kaltschuh anschließen, beziehungsweise hat hier für zusätzliche so diesen Standardfußanschluss auch hier an der Seite. Da habe ich mir schon was dran gemacht, damit ich zusätzliche Mikrofone anschließen kann. Ja, warum habe ich mir die zugelegt? Eigentlich habe ich gedacht, okay, mal ausprobieren. Vielleicht ist sie ja wirklich besser als die DJ Minis, die ich habe, die DJ Pocket Minis. Davon habe ich die 1er, das ist die 1er. Und die 2er, die habe ich da gerade im Betrieb, mit der ich hier gerade filme. Und ja, ihr seht schon, das Größenverhältnis ist schon, sagt schon alles, ne? Also die Minis, die sind schon toll. Vor allen Dingen, worüber ich dann, das muss ich noch kurz, ich will jetzt nicht ein GoPro-Erklärvideo machen. Dafür gibt es genügend andere tolle Videos auf YouTube, die ihr euch anschauen könnt. Was bei der GoPro hier, beziehungsweise bei der Mini ganz toll ist, das hat die GoPro einfach nicht. Man kann hier den Horizont stabilisieren, ja, das funktioniert, wie ihr seht, hier horizontal, da bleibt hier die Kamera vorne immer waagerecht stehen, wenn man das auf gesperrt stellt. Und das Tolle daran, das ist im Gegensatz zu der GoPro, hat man das dann auch hier in diese Richtungen, ja, das seht ihr vielleicht jetzt hier im Video. Und das, so mein erster Eindruck, schafft die GoPro einfach nicht, wenn man die so rechts und links dem Horizont entgegen dreht. Das geht bis zu einem gewissen Grad und dann ist halt Feierabend. Aber gut, jetzt habe ich sie nun mal. Ich wollte halt noch mal eine andere Kamera haben und werde sie auch unterwegs mal einsetzen und ausprobieren. Wir werden ja sehen. Okay, das soll jetzt, wie gesagt, auch kein Kamera-Erklärvideo. Da gibt es genügend tolle YouTube-Videos, die das besser können als ich. Aber das wollte ich zumindest mal zeigen. Das finde ich ist ein gravierender Unterschied, den ich so nicht toll finde. Außerdem die, also das muss ich noch sagen, Funkmikrofone, die muss man hier extra umständlich zusätzlich dran machen. Ich spreche ja hier jetzt gerade mit dem Funkmikrofon von der DJ. Ich will euch das mal zeigen. Das ist super schön klein. Ja, das ist im Gegensatz hier zu der Kamera, ja, ich halte das jetzt mal hier daneben und da kann man das vielleicht schon sehen.
Eigentlich ist fast der Puschel schon größer als die Kamera, beziehungsweise ja, die Kamera. Also das finde ich auch bei GoPro ein bisschen großes Manko, wenn man schon so eine große Kiste hat. Dann sollte man da eigentlich zumindest auch ein Funkmodul eingebaut haben, dass man sich dann nur noch das Zusatz externe Funkmikrofon kauft und fertig. Aber gut, so, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein, zu dem Punkt GoPro. Wie gesagt, ich werde sie unterwegs einsetzen und ausprobieren. Ja, das wollte ich noch kurz dazu erklären und sagen. In der Zwischenzeit habe ich jetzt auch noch mal geschaut, wie viel bzw. wie die Talsperren alle heißen. Ihr seht, ich habe hier meinen Spickzettel mal mitgenommen. Das ist die Karte, die ich euch dann auch einblenden werde. Also wie gesagt, die große Wuppertalsperre. Ja, wir hier im Bergischen Städtedreieck sagen immer, dass die, nicht bös gemeint, die Klospülung für Wuppertal. Aber gut, immerhin sind da, glaube ich, auch Heizkraftwerke in Wuppertal dran gekoppelt, die da ihr Kühlwasser für entnehmen, etc. pp. Also deshalb in trockenen Zeiten eine wichtige Sache. Ja, wie gesagt, die Bevertalsperre, dann die Neietalsperre und die, ja, die letztere kleinere Schevelinger Talsperre. Wobei die letzten drei, die Bever, die Neie und die Schevelinger Talsperre, sind untereinander mittels eines Rohrleitungs- oder Kanalsystems, einem richtig wohl anscheinend größeren Tunnel, miteinander niveaumäßig, also wasserniveaumäßig, irgendwie miteinander verbunden, wohl schon länger. Wie gesagt, ich werde zwischendurch immer mal ein paar Szenen hier mit der GoPro einblenden. Vielleicht werde ich auch unterwegs mal nur mit der GoPro filmen, werde ich dann aber entsprechend euch im Video von zu Hause am Schneidetisch, am PC entsprechend kommentieren. Weil ganz will ich mich da heute noch nicht so drauf verlassen auf die GoPro und die nur einsetzen. Die Tour ist, jetzt muss ich doch noch mal gucken, circa 57,7, also circa roundabout 58, 60 Kilometer lang. Ich hoffe, es bleibt heute trocken. Es soll auch ein bisschen windig sein. Die Drohne habe ich auch mit. Die Drohne DJ Mini 2 habe ich heute mit. Also die eigentlich ein Take-Off-Gewicht hat unter 250 Gramm, also ohne einen entsprechenden sogenannten Flug- oder Drohnenführerschein benutzbar ist. Allerdings hat die leider keine Follow-Me-Funktion, also so nenne ich die. Also man kann da nicht automatisch die antippen und dann folgt sie einem. Das kann die GoPro 3, aber die habe ich auch noch auf dem Schirm. Schauen wir mal. So, okay, jetzt, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich mache mich jetzt auf den Weg, erstmal grob Richtung Wuppertalsperre und na, wir werden ja unterwegs sehen, was sich da so alles tut. Also, auf geht's! Jetzt auch hier noch mal vom Schneidetisch aus. Gerade war schon eingeblendet mal eine kleine GoPro-Aufnahme. Ja, die GoPro ist schon nicht schlecht, aber auf dieser Tour habe ich auch vergessen, leider den stabilisierten Horizont einzustellen. Naja, ich muss mich erst noch ein bisschen zurechtfinden mit der Bedienung der GoPro. Ansonsten, was mir sehr positiv aufgefallen ist und mich begeistert hat, das war von dem Media Mod. Das ist dieser zusätzliche Käfig, der auch ein integriertes Mikrofon hat, dass der Ton sehr gut ist. Also von daher ein dickes Plus für den guten Ton. Ja, ansonsten, ja, erzähle ich gleich noch mal wieder ein bisschen was dazu. Jetzt erstmal wieder live hier von vor Ort im Video.
GoPro-Aufnahme starten. Von da bin ich jetzt gekommen, hier den Weg und dann links, war ein bisschen steil, bin noch ein bisschen aus der Puste, aber dafür kommt man hier an einem kleinen Highlight vorbei. Und zwar ist das hier der ehemalige Wasserturm von Remscheid-Lüttringhausen. So sieht er aus. Ja, ob der bewohnt ist, keine Ahnung, aber wäre bestimmt nicht schlecht. So, ja, es ist heute wirklich immer noch ziemlich bewölkt. Na gut, hier kann man es jetzt nicht so gut sehen, glaube ich. Ich hoffe, es bleibt heute trocken. Jetzt sehe ich erstmal gar nichts, weil der Bildschirm irgendwie jetzt aus ist. Ah, das ist auch so ein GoPro-Ding, was ich noch lernen muss, anscheinend. Weil ich sehe eigentlich immer ganz gerne, was ich filme. Aber gut, das kann man ja alles einstellen, dann bleibt das Display dauerhaft an. Aber irgendwie wirklich muss ich das nicht haben. Weil wenn ich es am Rad machen würde oder unterwegs, während ich fahre, filmen möchte, wäre es schon ganz gut, wenn man dann natürlich das Display aus hätte. Spart ja dann auch Strom. Ja, was ich jetzt gerade gemacht habe, das war auch die Sprachsteuerung genutzt. Ah, jetzt geht schon wieder der Schoner an. Also das ist irgendwie natürlich, wenn man jetzt hier so ein bisschen Live-Text machen will, ein bisschen schlecht. Naja, aber gut. Ich würde sagen, weiter geht's. Also, GoPro stoppen. Ja, das waren jetzt mal ein paar GoPro-Aufnahmen mehr. Ihr habt sicher auch gemerkt, wenn ich rückwärtig vom hinten da rein spreche, dann ist das vom Ton auch deutlich schlechter. Ja, jetzt bin ich hier, wie gesagt, wenn kein Text eingeblendet ist, ist es keine GoPro-Aufnahme. Und jetzt geht's hier erstmal wieder mit Live-Text weiter. So, ich habe jetzt mal wieder das DJ Pocket Funkmikrofon dazu geschaltet. Ja, ich hoffe, man kann mich jetzt gut hören, weil da ist auch ein Windpuschel drauf. Von daher müsste es eigentlich ganz gut klappen. Und nicht so viele Windgeräusche sein. Ja, wie gesagt, heute ist es hier ein bisschen, ich sag mal so, es scheint heute nicht so viel die Sonne. Soll auch recht windig werden. Ich hoffe, das klappt auch mit der Drohne, weil da habe ich nämlich schon oft, wenn ich die dann bei solchen Windböen fliegen lassen möchte, doch schon erhebliche beziehungsweise Fehlermeldungen, die dann auf dem Display beziehungsweise die Funksteuerung, die dann auf dem Handy-Display eingeht für die Drohne, da wird dann schon ein bisschen gemeckert. Naja, gut, wir werden mal sehen, was sich da so alles ergibt und machen lässt. Mal schauen, ob man da nicht mal bei den Talsperren vielleicht ein bisschen mal was von oben aufnehmen können. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier noch ziemlich am Anfang der Tour und habe wegen der GoPro noch so die ersten Bedienungsprobleme, beziehungsweise ja, eigentlich nicht wirklich Probleme, sind halt Einstellungssachen und von daher, ja, muss ich mich da noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja, wie gesagt, es geht so roundabout
58 Kilometer, wird ein kleiner Rundkurs, wobei die Strecke sich bei Hückeswagen so ein bisschen überschneidet, ist so ein bisschen wie eine 8 der Rundkurs, also kein wirklicher Rundkurs, also ein 8er Kurs. Wer mal Carrera-Bahn gespielt hat, der weiß, was gemeint ist. Oder eben wie die Zahl 8. Ja, es geht jetzt hier ein bisschen bergauf und ja, ihr seht schon, es ist schon erheblich schöne Landschaft hier. Jo, ich denke, wir werden einige schöne Landschaftsaufnahmen haben. So, ich muss jetzt hier ein bisschen heftiger atmen. Also, ja, ich habe jetzt hier mal zum Test noch das Funkmikrofon an und hoffe, beziehungsweise bin mal gespannt, wie der Ton noch ist. Ja, wir sehen hier Wuppertal-Beinburg und hier das Dörfchen Frielinghausen. Ja, Zone 30. Da muss ich mich ja sogar als Radfahrer hier ein bisschen zusammen bzw. dran halten, weil das ging hier ganz gut bergab. Und ja, unterwegs immer mal ein paar Kühe, die draußen auf der Weide sind. Hier schöne Wohnhäuser, Wohnviertel. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo wir lang müssen. Frielinghauser Straße steht da. Okay, die muss ich hier lang radeln. Jetzt kommen auch gerade ein paar Tropfen. Ein paar Tröpfelchen von oben. Ich hoffe, das geht gut. Ist das nicht herrlich hier mit den Blümchen vorne vorm Fenster? Ja, hier zu rechten ist die Feuerwehrwache von Frielinghausen gewesen. Und ja. So, jetzt müssen wir hier rechts. Ja, jetzt müssen wir uns hier aussuchen, wo wir denn langfahren. Tja, ich hoffe, man sieht da oben bzw. rechts von mir hier den Hang und nicht nur meinen Bart oder Kinn. Tja, so ist das halt, ne? Mit dem Abschlagen der Tannenbäume, Nadelbäume wegen dem Borkenkäfer. Schade, schade. Aber so ist es halt. So, ich muss hier weiter geradeaus. Das Funkmikrofon ist immer noch an. Ich bin ja mal ganz gespannt, wie der Ton ist. Tja, wie gesagt, ich werde ja auch noch ein bisschen was mit der GoPro ausprobieren. Und dann schauen wir mal, wie der Ton mit dem MediaMod-Teil sich so anhört. On Tour. Ja, ich werde jetzt hier das Wilhelmstal erreichen. Und genau, das Wilhelmstal ist jetzt hier erreicht. Tja, hier sind natürlich dann, weiß gar nicht, ob der Hund auch, der hier voraus vor mir herläuft, auch ein Herrchen oder Frauchen hat. Ist ja ganz witzig. Auf jeden Fall. Hallo. Ah ja. Da ist das zugehörige Herrchen. Oh, ist aber schön steil hier. Ups. So.
schöner Weg. Ich muss jetzt hier scharf um die Kurve. Hoffe, da kommt jetzt kein Auto. Ups. So, genau, hier links seht ihr Wilhelmsthal schon zu Ende. Ja, hier gibt es bis hierhin auch eine Museumsbahn. Hier, die sind hier in Dahlhausen, hier gerade vom Wald beheimatet. Und ja, die haben da eine Strecke, die von hier, also von gerade vom Wald Dahlhausen ausgeht, bis nach Wuppertal-Beinburg, eigentlich genauer genommen bis Wuppertal-Oberbarm fast, kann man sagen. Also Rauental heißt der Ortsteil oder der Bezirk. Und ja, die machen dann auch hier auf der Strecke immer mal so ein paar Draisinenfahrten. Die gehen dann, wie gesagt, von ihrem Hauptquartier in Dahlhausen aus bis nach Wuppertal-Beinburg am Beinburger Stausee. Da kann man dann natürlich auch schön Kaffee trinken. Da gibt es ein paar schöne Lokalitäten. So, hier rechts ist jetzt, wie gesagt, schon der Staudamm. Und hier ist rechts von mir der Überlaufkanal. Ich hoffe, man konnte es jetzt kurz sehen. Der ist schon ganz schön ordentlich. So, ich muss jetzt hier mal wieder ein bisschen Gas geben. Ja, ihr seht, Krebsöge, Stadtteil von Rade vom Wald heißt das hier. Wenn wir über die Staumauer fahren, dann könnt ihr euch noch auch euch, beziehungsweise könnt ihr noch einen Blick in die Talsperre machen. So, ja, wie gesagt, hier links der Blick in den Stausee, die Wuppertalsperre. Und ja, ihr seht hier, so, die Kamera mal ein bisschen rumdrehen. Also wie ihr seht, kann man hier über die Staumauer fahren. Fährt auch eine Buslinie, also von daher, aber hier sind ja auch diese Poller, damit man hier nicht allzu schnell fährt. So, ja, hier nochmal zur Linken der Blick in den Stausee, hier im Bereich der Wuppertalsperre. So, jetzt geht es hier auf jeden Fall erstmal weiter auf der Talstraße. Ihr seht schon hier das Ortseingangsschild Remscheid. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ja, schönes Fachwerkhaus. So, hier ist der Radweg. Sorry. So, jetzt müssen wir hier schauen, dass wir hier rechts können. Aber okay. Jetzt haben wir hier die Höhen erreicht. Das ist hier mit auch einer der höheren Punkte auf der Tour. Denkt dran, der Komoot-Link, den findet ihr natürlich immer unter dem Video. Schöne Landschaft, hier steht noch das Korn, was es jetzt ist, hat man alles mal in der Schule gelernt. Keine Ahnung, Gerste, Roggen, jo, müsste man sich eigentlich auch mal wieder erst mit belesen und befassen. Ja, der Weg wird jetzt hier ein bisschen schotterig. Ich guck mal, dass ich das jetzt hier irgendwie das Bestmögliche raushole, um so wenig wie möglich hier an
Gerappel habe. Ja, jetzt muss ich hier die Kurve ganz scharf nehmen. Ich hoffe, da kommt gerade keiner. Nee, kommt niemand. So, alles super, Gummi gut. Ja, alles ganz schön hier. Ja, ich glaube, ich mache hier mal ein Foto, damit man in Komoot, damit ich dann weiß, wo ich das dann hier gemacht habe. Ja, wir sind jetzt also für die Einheimischen hier oder die, die sich so ein bisschen auskennen oder auch die, die das einfach mal so ein bisschen am PC in Google Maps oder in Komoot nachgucken wollen. Hier ist jetzt die, beziehungsweise da links ist die Krähwinkler Brücke. Das ist hier, glaube ich, eine Landstraße. Wie gesagt, hier links geht es nach Rade vorm Wald. Steht auch hier auf dem Knotenpunkt 94 drauf. Ja, und hier ist eigentlich die einzige offizielle Stelle, wo man baden kann, weil die Wuppertalsperre eigentlich auch eine Trinkwassertalsperre ist, wie natürlich so viele Talsperren hier im Wuppergebiet. Ich will mal gucken, da steht eine olle Straßenbahn, die so pöppig angemalt ist. Und wie gesagt, hier kann man auch, glaube ich, Kanus leihen. Kiosk ist geöffnet, steht da. Ja, also ganz nett hier. Ihr seht hier Fahrräder frei. Oh, ist nur ein bisschen sehr beschwerlich hier, erstmal die Kurve zu nehmen. Und da links könnt ihr schon mal ein bisschen gucken und habt mal einen schönen Blick auf die Wuppertalsperre. Wie man sieht, ja, das ist jetzt hier auch wieder so ein schöner Seitenarm. Ich hoffe, ihr seht das. Da unten sitzt jemand und der Hund schwimmt drin. Und da hinten ist die, ich würde schon fast sagen, das sieht so ein bisschen aus wie die Warsteiner Insel. Also von daher, ich glaube, ich mache hier auch noch mal ein Fotochen, damit ihr in Komoot dann wisst, wo das war. Ich werde jetzt mal einen Gang hochschalten. Gleich, wenn ich hier über das Brückchen bin. Und dann rechts kommt nämlich eine heftigere Steigung. So, ich will mal hier ein bisschen für euch darunter filmen. Tja, das ist hier so ein bisschen wie eine Vorsperre, so sieht das aus. Und hier links ist auch wieder eine schöne blaue Bank. Jetzt muss ich aber mal ein bisschen Puste sparen und hier mal voll hochschalten, weil hier geht es jetzt wirklich heftig und holperig und sehr steinig. Also hier gibt es Stellen, die sind nicht wirklich was für, wie soll ich mal sagen, für Citybikes. Also ein Trekkingbike sollte es zumindest hier wohl schon mindestens sein. Weil wie gesagt, hier sind ordentlich heftige, holprige, ich sag ja, diese blöden Schottersteine. Also die finde ich wirklich zum Tja, wie gesagt, vor 15 Jahren wäre ich das ohne Antrieb, E-Antrieb gefahren. So, aber jetzt kommt noch ein Stück, was ich hoch muss. Das ist auch nicht viel besser. Ich nehme mal die Seite hier. Oh, aber dann muss ich besser wechseln, damit mir keiner entgegenkommt, für alle Fälle. So,
Also ich bin echt froh, dass ich das als Pedelec habe. Natürlich werden wir gleich mit einem schönen Ausblick belohnt werden. Da könnt ihr mal von ausgehen. Und ja, Problem ist natürlich an so einer Stelle, wenn dann hier links alles so ein bisschen zuwächst. So, aber wir haben, glaube ich, Glück. Ich will mal anhalten und euch so ein bisschen mal einen Blick zeigen in die schöne Landschaft hier. Ja, das Bergische ist schon schön. Wie gesagt, man muss natürlich entweder Wanderer sein oder eben mit einem Mountainbike unterwegs. So, ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Ich muss mal gucken. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei den DJ Pocket Minis hier bei der Filmkamera. Ich habe die ja jetzt hier an der Brust. Und da kann ich natürlich den Bildausschnitt nicht sehen. Schöner Ausblick da hinten links. Da ist die, beziehungsweise da die Brücke, das ist die Krewinker Brücke, die haben wir vorhin gesehen. Und wie gesagt, da unten sind wir dann, wo die Häuser sind, am Ufer, da unten halbwegs, da ist immer der Weg ein bisschen höher, lang geradelt. So, ich habe dann jetzt mal hier so ein Schotter, blödes Dingen hier. Also ihr seht, ne, das ist schon handbreit hier. Ja, ich hoffe, man sieht das. Und also ich finde das wirklich das allerletzte Wege hier so mit so einem Scheiß hier voll zu machen. Und das ist noch ein relativ kleiner. Ja, hier ist noch so ein Brocken, so ein Kackbrocken. Also ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Ja, hier unten sieht man ganz schön bei dem heftigen Wind. Wie gesagt, heute sollen ja so circa Windböen von circa 40 bis 50 km/h durchs Land rauschen, hier zumindest in NRW. Und ja, wie man da unten auf dem Wasser so ein bisschen sehen kann, ich hoffe, man sieht das da so ein bisschen auf der Oberfläche. Da laufen dann richtig die Böen lang, weil das Wasser sich dann entsprechend kräuselt. Das ist schon echt interessant. Okay, ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Tja. Wie gesagt, ich bin jetzt hier an der Wuppertalsperre. Hier die Stelle ist auch gerade nicht so schön. Hier hat man anscheinend wegen da zwei, drei Häuschen hier so einen blöden Weg. Und das ist tatsächlich als Radweg ja ausgewiesen. Wie ihr vorhin schon gesehen habt, war da der Pfeil von dem Fahrradweg-Hinweisschildchen. Also für mich ist das kein Fahrradweg, für mich ist das ein Wanderweg. Ja, man hätte hier rechts rauskommen können, wenn man da durch das Örtchen bzw. die zwei, drei Häuschen hätte fahren dürfen. Aber anscheinend fühlen sich da wohl die Anwohner gestört, wenn da andauernd Fahrräder durchklappern. Naja, gut, da sage ich jetzt nichts weiter zu. Ja, hier sind wir jetzt schon an der Wuppertalsperre. Hier ist, glaube ich, ein kleines Wehr oder eine Vorsperre. Was auch immer, die ist ja so ein bisschen, glaube ich, dann auch hier unterteilt. Das ist die erste, ich würde mal sagen, erste Staustufe bis dahin, wo ich gerade drüber gefahren bin, über diese Brücke oder Stauwehr oder was auch immer. Bei dem Einlauf von der Wupper, ausgehend von Hückeswagen. Ja, hier dann auch nochmal eine Brücke, aber das ist hier wirklich jetzt keine Staustufe, das ist eine reine Überquerungsmöglichkeit hier, die relativ nah bei Hückeswagen ist.
Ja, man kann hier, wie gesagt, ab hier kann man von dieser Brücke rechts oder links am Ufer der Wupper oder der Staustufe langradeln, wie gesagt, bis dahin, wo ich vorher da über dieses kleine Wehr gefahren bin. Ja, jetzt geht es hier auch einwärts Richtung Hückeswagen. Hückeswagen liegt hier jetzt hier gerade vor mir, wie ihr seht. Da ist auch gerade heute hier Trödelmarkt oder was das auch immer ist. Und hier natürlich das Foto von der ehemaligen Bahnstrecke mit Fahrsignal und einem Radsatz. Ob der von der Dampflok ist, nehme ich mal an, keine Ahnung. Jo, da habe ich mir dann ein bisschen was Kuchen und einen Kaffee in meine Thermoskanne eingefüllt. Und jetzt geht es hier auf der Bahntrasse jetzt auch weiter. Ein Stückchen zumindest. Jedenfalls biege ich hier schon wieder ab und nehme den Weg hoch zur Staumauer. Man kann das auch ein bisschen später, also ein Stückchen weiter auf der Bahntrasse radeln und dann an der alten Bevensee oder was das da unten ist, der unterhalb des großen, der großen Bevertalsperre ist, kann man auch hochfahren. Ja, hier mal wieder ein tolles Aha-Erlebnis, was man nicht braucht. Die Krone der Staumauer ist hier nämlich gesperrt wegen Bauarbeiten. Aber ich kann euch schon so viel verraten dieser Tage. Wir haben jetzt hier, während ich das jetzt hier nachvertone, ist heute der 13.8. Und vor einigen Tagen hat der WDR schon berichtet, dass über die Deichkrone kann jetzt wieder gefahren werden. Man hat da ein bisschen den Fußgänger- und Radweg verbreitert, was ich ja sehr positiv finde. Ja, das hier ist jetzt die Straße. Wie gesagt, wenn man unten die Bahntrasse ein Stückchen weiterfährt, dann kann man hier auch diese Straße hochfahren. Hier der Blick auf den Staudamm. Und ja, ich habe es jetzt umfahren, bin also quasi unten runtergefahren bis an den Fuß der Staumauer. Ich bin jetzt hier an der Bevertalsperre, wie ihr sehen könnt. Ja, ein paar Segelbötchen sind hier auch drauf. Und ja, da hinten ist jetzt einer ins Wasser gegangen. Da hinten. Naja, ich hoffe, das Wasser ist nicht allzu kalt. Ja, ich musste jetzt leider einen kleinen Umweg fahren. Werdet ihr ja im Video gesehen haben. All dieweil die Firma Adolf Koch Bauunternehmung GmbH, die ist es ja nicht schuld. Da sind ja hier die Kommunen und Städte. Ja, aber so wie ich gehört habe vorhin, ist das wohl da diesem schönen neuen Radweg geschuldet, der da links bzw. hier rechts von der Straße vom Damm gebaut wurde oder bzw. noch nicht ganz fertig ist. Das ist natürlich eine schöne Sache. Schauen wir mal, wie das dann aussieht, wenn das fertig ist. Ja, hier kann man dann auch noch runtergehen und sich den Überlaufdamm anschauen hier. Weiß ich nicht, wer daran Spaß hat, kann das ja dann tun. Ich jedenfalls so erstmal nicht. Ja, ich habe jetzt hier das DJ-Funkmikrofon dran mit Puschel. Ich hoffe, die Windgeräusche, heute ist ja sehr windig. Ich zeige euch das nochmal hier, das ist das Funkmikro, schön klein. So, und werde jetzt gleich weiterfahren, ein Stückchen hier an der Bever Talsperre entlang. So, hier ist auch Wasserkraftnutzung an der Bever Talsperre. Was steht da? Große Turbine, Durchströmturbine, Leistung 400 kW. Ja, nicht schlecht. Also Ökostrom. Gut, ja, ich werde jetzt weiterfahren. Man hat hier zum Glück einen schönen Radweg neben der Straße gebaut bzw. angelegt und der setzt sich dann auch hier in die Richtung fort. All dieweil ich jetzt hier in Richtung Neietalsperre fahren will.
Ich hoffe, das ist da alles nicht ein bisschen zu matschig und dass ich dann da nachher auch, weil ich muss da auch ein bisschen durch Waldgebiete fahren und naja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, den Weg jetzt hier entlang an der Bevertalsperre, wie ihr seht, toller Radweg, den man hier gemacht hat, abgeteilt hier von der Straße. Bis zur Neietalsperre, den habe ich jetzt mal in Zeitrafferverfahren hier für euch zusammengefasst, damit ihr sehen könnt, dass da von der Bevertalsperre zur Neietalsperre ein sehr schöner Radverbindungsweg ist. Deswegen habe ich das jetzt mal hier drin gelassen und als Zeitraffer, damit ihr das in Gänze sehen könnt. So, ich bin jetzt hier, wie gesagt, nicht weit von der Neietalsperre. Hier hinter mir seht ihr da die Tafel, die Infotafel. Mal schauen, ob ihr die sehen könnt. So, genau. Und ja, ich werde jetzt, wie versprochen, die GoPro jetzt ab hier mal benutzen und an meiner Brust hier einschrauben bzw. befestigen, dort, wo ich immer normalerweise die DJ Pocket habe. Ja, wie gesagt, ihr dürft dann mal vergleichen, was denn davon besser ist. Jetzt ist die GoPro hier an meiner Brustgurt. Genau. Und ja, wir schauen mal, wie ihr das seht. Beziehungsweise ich bin ja auch ganz gespannt, wie das dann nachher in real aussieht. So sieht das jetzt hier aus. Hier ist jetzt der Puschel und die GoPro. Ich hoffe, dass die Linse nicht verdeckt ist von dem riesen Puschel hier. Sonst werden die Aufnahmen ja nichts. Aber naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, so schaut das aus. Hier mit dem Puschel. Und wie gesagt, habe euch ja versprochen, dass ich jetzt mal die GoPro ab hier, ab der Neietalsperre dran mache. Und ja, dann schauen wir mal, dann sehen wir schon, ne? Oder wie sagt man? So, den Originalton der GoPro habe ich jetzt mal hier drauf gelassen, weil ich finde das schon ganz schön enorm gut, wie gut der Ton hier mit drauf kommt und die Fahrgeräusche auch. Der Nachteil jetzt hier mit der GoPro ist natürlich, dass ich jetzt nicht mal zwischendurch nach links schwenken kann, weil ich die ja eben hier vor meiner Brust festgemacht habe, beziehungsweise an dem Brustgurt. Schon mal gut, dass man hier durch kann. So, ich denke mal, hier wird es jetzt auch ein bisschen windig. Ja, und voraus ist jetzt hier schon die Staumauer, die Krone zu Ende. Okay, da es hier jetzt steil bergauf geht, wie ihr seht, der Weg ist auch ziemlich grobkörnig. Das ist nochmal ein schöner Begriff. Ich werde jetzt mal Anlauf nehmen und hier nochmal einen Blick hier auf die Talsperre. Ich hoffe, das klappt. So, und jetzt werde ich denn mal Anlauf nehmen, um da hochradeln zu können, weil schieben finde ich immer kacke. Tja, ich hoffe, ich kann das noch ein bisschen hier besprechen, weil die Aufzeichnungsgeräusche der GoPro, wie gesagt, die sind schon echt klasse.
Aber man hört wirklich den Belag knirschen bzw. den Schotter. Und das finde ich schon ganz schön toll. Ja, wie gesagt, jetzt geht es hier hoch von der Neihe, vom Staudamm, von der Staumauer. Und ihr seht, hier ist eine schöne Ausflugslokalität. Die seht ihr hier rechts. Die finde ich total toll. Ist hier eine ziemliche Anhöhe. Und wie gesagt, heute an dem Tag, wo ich die Tour gefahren bin, war es sehr, sehr windig. So, hier gibt es eine Treppe. Und dann kann man hier hoch und hier schön Picknick machen. So, dann will ich mal weiter düsen. Fahrräder sind frei, das ist ja schon mal gut. Da, wo es nicht so spritzt, schauen wir mal. Jedenfalls ist es hier eine ziemliche matschige Angelegenheit. Mittendurch. Okay. Aber das hatte ich mir schon so in etwa gedacht. Naja. Aber es gibt ja noch. So. Schevelinger. Schevelinger Talsperre. So, da steht's. Schevelinger Talsperre. Tja. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, ne? Ja. So, und hier ein schöner Weg, der im Sommer sicher schön ist. Naja. Der Sommer macht gerade Pause, aber ein schöner Weg, trotz allem, gefällt mir. So, jetzt noch eine schöne windgeschützte Bank und dann machen wir ein schönes Picknick, genau, Kuchenpicknick. So, jetzt muss ich hier nur wieder gucken, wo ich den Anti-Matsch-Weg, den Pfad finde. Ah, die Sonne scheint mal gerade. Schön. Und der Wind ist nicht so doll. Auch schön. So. Ein schöner alter Bauernhof. Ja, ab diesem Bauernhof war der Weg, den ich mir in GoPro ausgesucht habe, nicht ganz so prickelnd. Also für Fahrräder, die nicht wenigstens Trekking- oder MTB-Bike sind. Also wie ihr seht hier, das ist schon ganz schön hubbelig, rappelig und ja, in diesen Traktorfahrrillen, das war nicht wirklich angenehm zu fahren. Ja, ab hier ist jetzt wieder die Aufnahme mit der DJ Pocket. Hier der Schwenk über die Schevelinger Staumauer, die Schevelinger Talsperre. Wie gesagt, da bin ich auch noch nie gewesen. Von daher auch hier für mich Premiere an der Wuppertalsperre, Bevertalsperre, Neietalsperre. Kenne ich alles, bin ich um die Neietalsperre sogar früher zu Fuß rumgelaufen. Das war schon toll, später sogar mit unseren Fahrrädern. Hier jetzt habe ich Picknick gemacht. Hier hat mich dann die GoPro auch wieder im Stich gelassen. Aufnahme starten. Ja, ich habe sie, ist ja mal schön, man kann sie auch sprachsteuern. Nur irgendwie hat es dann doch nicht geklappt, deswegen gibt es jetzt auch keine Aufnahmen, wie ihr die kennt, wo ihr mich seht, wo ich meinen mitgebrachten Kuchen oder mein belegtes Brötchen esse. Leider hatte ich an dem Tag auch Pech mit der Drohnenaufnahme. Denn eigentlich habe ich den See von viel weiter oben noch gefilmt mit der Drohne. Aber die Aufnahme sagte mir dann,
der PC-Aufnahme kann nicht abgespielt werden. Tja, obwohl der Pfeil auf der SD-Karte drauf war. Warum auch immer. Ja, und jetzt kommt Abenteuer pur, weil ich hatte mir, wie gesagt, in Komoot einen schönen Nebenweg ausgesucht. Hab gedacht, okay, den kann man radeln. Hier sah der ja auch noch recht gut aus. Wie ihr seht, ich bin hier auch noch ein Stück gefahren. Also wirklich geradelt. Also nicht geschoben. Bis hierhin war ich auch noch an dieser Stelle frohen Gemutes. Da hätte ich eigentlich rechts besser, wäre ich da abgebogen, aber das gefiel mir da nicht so, weil es da so steil aussah. Und dann waren da auch schon wieder tiefe Rillen von irgendwelchen Sturzbächen anscheinend. Aber wie ihr seht, hier den Weg, den ich mir dann ausgesucht hatte. Ich habe mir dann in Komoot ja ein bisschen nachgeguckt, live vor Ort. Hier sieht er wieder besser aus. Dann habe ich gedacht, okay, wird schon gehen. Aber hier bin ich dann auch schon wirklich zu Fuß unterwegs. Hier sieht es auch wieder okay aus. Aber das Beste kommt noch. Das war hier die letzte Part. Da habe ich ganz schön geackert. Das war so ein, ich sag mal, abgeerntet. Also wahrscheinlich, wo die Borkenkäfer befallenen Tannen. Ihr seht ja hier dieses Feld. Da musste ich von unten dann querfeldein da so einen kleinen Trampelpfad mit echt dicken Wurzeln da hochschieben. Und das mit dem Rad, das E-Bike wiegt ja schon 26 Kilo. Und mit allem, was ich dann so immer drum und dran dabei habe, komme ich locker wahrscheinlich auf 30, 35, wenn nicht mehr Kilogramm. Und das ist dann wirklich nicht so lustig, da hochzuschieben. Aber gut. Wie ihr seht hier, Entschädigung, schönes Unterstellhäuschen, also die sind schon nicht ganz doof hier für das Wandergebiet hier im Bergischen. Und dann habe ich gesehen, oh oh, auf der geplanten Route habe ich mir diesen Weg angeguckt und gedacht, sollst du da jetzt herfahren? Naja, aber es ging ja erstens bergunter, das ist dann nicht so tragisch, und der Weg, der war also wirklich deutlich besser als das, was ich da vorhin von der Talsperre da diesen schmalen Trampelpfad geschoben habe, mehr oder weniger. Aber es war ja so geplant, dass ich dann hier auf diese Straße wieder rauskomme. Ich versuche auch immer so ein bisschen die Höhenunterschiede in Grenzen zu halten, denn so eine 60 Kilometer Radtour mit dem E-Bike. Ich habe zwar den zweiten Akku im Gepäck gehabt als Reserve. Das ist immer so der Angst-Akku. Und vor allen Dingen, wenn es dann so viel rauf und runter geht. Also ihr werdet auch sehen, wenn ihr dann den Link unter dem Video, ich sage es nochmal, der befindet sich, wenn ich ihn nicht vergessen habe, unter dem Video im Text. Da kommt ihr dann zu dem Komoot-Link, da könnt ihr euch die GPS-Daten runterladen oder was auch immer ihr damit macht, um die Tour denn hoffentlich nachzuradeln. Ob jetzt genauso oder in abgewandelter Form, ist ja mal egal. Und ja, das war eben an dem Gebiet so geplant, dass ich eben nicht so viel rauf und runter fahren muss, weil das zehrt natürlich auch extrem an den Akku. Und die geradelte Tour, hier übrigens eine schöne Bank, die fand ich toll. Johnnys Bank, da kam mir noch ein Wanderer entgegen, der sagte, das ist Johnnys Bank. Da fiel mir noch jemand ein, den ich mit diesem Namen kenne. Von dieser Stelle aus sei mir gegrüßt, lieber Johnny. Und da habe ich bei der Bank an dich gedacht. Winke, winke von dieser Stelle. Ja, wie gesagt, von den Höhenunterschieden, da wollte ich noch was zu erzählen. Da werdet ihr in Komoot dann sehen, dass auf der Tour geradelt steht da drin, es ging 900 Meter hoch und 890 Meter hinunter. Und bei der geplanten Tour, muss ich mal gucken, ob ich euch den Link dann auch reinstelle, da stand bei der Planung 660 Meter rauf und 650 Meter runter. Finde ich auch immer ein bisschen, ja, wie soll ich mal sagen, merkwürdig, denkwürdig, wieso da Komoot so viele Unterschiede hat. Vor allen Dingen, dass dann, wenn man die Tour geradelt ist, ein ganz anderer Wert rauskommt. Nun gut, jetzt hier im Video weiter. Hier bin ich jetzt schon angekommen
auf der Bahntrasse, die von Remscheid-Lennep bis nach Marienheide geht. Und ich bin jetzt hier auf der Höhe von Wipperfürth. Eigentlich hatte ich ja vor, dort nochmal in die schöne, kleine, etwas mittelalterlich anmutende Innenstadt am Rathaus eine kleine Pause zu machen, Kaffee zu trinken, aber das war mir dann von der Zeit zu kurz. Hier links noch ein Gedenken an die ehemalige Bahnstrecke, wer auch immer als Verein das da diesen Schienenbus hingestellt. Hier der Kontrolltower von dem Segelflughafen oder Segelflugplatz hier. Rechts übrigens noch hier eine Gastro, wo man normalerweise draußen auch da auf diesem ehemaligen Bahnsteig sitzen kann und Kaffee trinken. Ja, hier, wie gesagt, die Bahntrasse habe ich jetzt nicht in Gänze da noch Aufnahmen reingemacht. Ich bin jetzt, habe jetzt im Video hier schon einen großen Sprung gemacht, bin jetzt schon in Remscheid-Lennep, fahre jetzt hier von Remscheid-Lennep den kürzesten Weg quasi wieder zurück Richtung Remscheid-Lüttringhausen von dem zum Bahnhof Remscheid-Lüttringhausen, von wo aus ich die Tour gestartet habe. Ja, hier ist auch ein bisschen komisch, die Streckenführung. Ihr habt gesehen, da links geht so ein Trampelpfad geradeaus. Überhaupt ist es hier ein bisschen blöd gemacht mit dem, man weiß nie wirklich, ist das jetzt hier Radweg oder nicht. Wenn man von der anderen Seite kommt, ist es hier genau dieser Weg als Radweg ausgewiesen. Naja, das geht hier mal rechts, mal links. Das ist alles ziemlich gefrickel und nicht wirklich toll. Deswegen habe ich hier mal ein paar Szenen drin gelassen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Ganz besonders auch über ein Abo. Und ja, ihr dürft schon auf die nächste Tour gespannt sein. Die sind schon geradelt und gemacht. Von dieser Stelle aus, winke, winke, macht's gut, bis zum nächsten Mal.